seien die Polynome p von x und q von x. Berechne klein a 3 mal p von x plus 2 mal q von x und klein b p von 1 mal q von x. In klein a brauchen wir nur das Polynom p von x mit 3 zu multiplizieren, das Polynom q von x mit 2 zu multiplizieren und anschließend das Ganze addieren. Hier verteilen wir die 3 auf diese Klammer und hier verteilen wir die 2 auf diese Klammer. So erhalten wir 3 mal 3x hoch 4, das macht 9x hoch 4. Dann plus 15x hoch 3 minus 9x hoch 2 plus 3x minus 3 plus 2x hoch 3 minus 6x hoch 2 plus 4. Jetzt brauchen wir nur noch die Terme der jeweiligen Potenzen zu addieren. Wir haben nur einen Term in x hoch 4, das ist 9x hoch 4, den Term schreiben wir ab. Wir haben zwei Terme in x hoch 3, das ist 15x hoch 3 und hier plus 2x hoch 3, das macht 17x hoch 3. Minus 9x² minus 6x², das macht minus 15x². Wir haben nur diesen einen Term in x, den wir abschreiben, 3x. Und dann haben wir noch zu rechnen, minus 3 plus 4, das macht plus 1. Jetzt kommen wir zu klein b. Wir suchen also den Zahlenwert des Polynoms p von x bei der Zahl 1 und multiplizieren anschließend diese Zahl mit dem Polynom q von x. Was wir also rechnen sollen, ist das hier. In p von x haben wir x überall durch 1 ersetzt. Hier haben wir eine gemischte Rechnung, da müssen wir unbedingt auf die Reihenfolge der Operationen achten. Diese Potenzen haben in dieser gemischten Rechnung den Vorrang. Also rechnen wir zuerst 1 hoch 4, das macht 1, 1 hoch 3, das macht auch 1 und 1 hoch 2, auch das macht 1. Jetzt eine Etage tiefer, wir kommen zu den Punktrechnungen. Wir sehen hier eine Multiplikation, da auch und da auch. Das müssen wir jetzt machen. Also 3 mal 1, das macht 3, 5 mal 1, das macht 5. Und minus 3 mal 1, das macht minus 3. Hier bleiben nur noch Strichrechnungen übrig. 3 minus 3 macht 0. Plus 1 minus 1 macht auch 0. Bleibt also nur noch diese 5. Und diese 5 verteilen wir auf diese Klammern. Und so erhalten wir 5x hoch 3 minus 15x hoch 2 plus 10. Und fertig.